Hallo, hallo, hallo. Ich bin heute wieder unterwegs bei meinem neuen Sportvlog. Und wo ich unterwegs bin, das erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Ich bin heute in Offenbach unterwegs. In Offenbach am Main. Ich muss aufpassen, dass meine Kamera hier nicht geklaut wird. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber in Offenbach am Main, am Main soll es ja ziemlich hartes Gebiet sein. Die Bronx von Frankfurt, sagt man, habe ich bis jetzt noch nichts von gemerkt. Ich bin hier in so einem Waldgebiet, eigentlich ganz cool. Habe heute in Offenbach was zu tun und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, da läufst du halt in Offenbach. Ist auch was Schönes. Bisschen Abwechslung bringt mir sehr viel. Jetzt gucken wir mal, wie das hier so weitergeht. Jetzt hatte ich eben wieder die Situation, die ich schon häufiger hatte beim Joggen in den vergangenen Jahren, dass dann plötzlich eine ganze Horde Hunde auf dem Weg auftaucht. Ich selbst bin zwar kein Hundehasser, aber ich bin sehr skeptisch gegenüber Hunden, weil ich erstens kein Hundebesitzer bin und zweitens hatte ich mit 4-5 Jahren mal ein negatives Erlebnis mit einem Hund, der mich von der Schaukel gestoßen hat, bla bla. Hier ist so eine Narbe, Platzwunde. Und so deswegen bin ich Hunden nicht unbedingt so zugetan. Nicht mehr ängstlich, was früher so war, aber nicht positiv. Und deswegen muss ich gleich mein Plädoyer gegenüber Hundebesitzer abhalten. Es ist so. Ich bin kein Hundebesitzer. Ich kenne diesen Hund nicht, der da auf dem Weg ist. Wenn der nicht festgehalten wird, nicht im Halsband neben seinem Herrchen Platz macht, sondern mir entgegenrennt und vielleicht mit mir spielen will, mich beißen will oder sonst irgendwas will, weiß ich ja nicht. Ich kenne ja diesen Hund nicht. Dann ist das für mich keine angenehme Situation. Der Hundebesitzer sollte das kapieren und sollte jeden, der fremd ist, wenigstens die Chance gewähren, normal an dem Hund vorbeilaufen zu können, ohne dass man mit diesem Hund spielen muss. Das heißt manchmal, der will doch nur spielen. Aber ich will doch nicht mit ihm spielen. Naja, das sollte eigentlich ausreichen, den Hund zu sich zu holen als Hundebesitzer. Wenn er alleine ist, alles gut. Wenn er nicht alleine ist, kurz Sitz, Hand ans Halsband. Und dann ist gut, dann laufe ich dran vorbei. Was bei mir in der Menschenwelt in Ordnung ist, ist ja bei der Hundewelt noch lange nicht okay. Wenn ich weglaufe, denkt der Hund, oh, der will spielen. Das könnte eine Beute sein. Hinterherlaufen, spielen, jagen. Aber das ist bei uns nicht so. Wir jagen uns nicht gegenseitig. Und darauf muss der Hundebesitzer meiner Meinung nach achten. So, jetzt habe ich mich mal kurz ausgelassen. Gegenüber Hundebesitzer. Manche nerven einfach. Ganz ehrlich. So wie eben. Da war es wieder ähnlich. Egal. Ich laufe weiter. Puh. Danke fürs Zuhören. Gerade eben wieder zwei Hundebesitzer an mir vorbei. Super gelaufen. Der eine hat von weitem schon den Hund an die Leine genommen. Geht an mir vorbei und weiter hinten hat er den Hund wieder von alleine genommen. Die kennen ihre Hunde, die wissen, dass sie aufpassen müssen. Zweite Hundebesitzerin hat den Hund mit Leckerlis abgelenkt. Und in dem Moment konnte ich ganz normal vorbeilaufen. Alles super, so läuft's gut. Aber das ist nicht immer so und das ist sehr schade. Wenn ihr euch wundert, was die Geräuschkulisse im Hintergrund ist, das ist die Autobahn. Ich laufe hier im Wald und an der Autobahn vorbei. Auch ein komisches Paradox, ne? Naja, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ich hoffe, ich finde wieder zurück. Das war schon meine Joggingtour in Offenbach. Über Offenbach habe ich gar nicht so viel geredet, sondern mehr über Hunde und ihre Halter. Macht aber nichts. War sowieso nicht so viel zu erzählen über Offenbach. War okay, aber
Der Knaller ist offenbar jetzt nicht gewesen. Macht ja nichts. Ich habe laut meiner App gleich 8,1 Kilometer hinter mir. Check. In 52 Minuten. Auch gut. Check. Und ich habe ein Plädoyer an Hundehalter gehalten. Auch wichtig. Check. Bis zum nächsten Sportblog. Cheerio, Miss Sophie.